An der Stelle schauen wir uns den Begriff Modelle genauer an. Die Veranstaltung heißt ja Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. Wie kommt man jetzt zum Modell? Die Definition und Einteilung der Elemente und Subsysteme eines Systems, die Definition der Systemgrenze, der Ein- und Ausgänge und der inneren Kopplung bezeichnet man als Modellierung oder Modellbildung. Das heißt, sobald wir uns eigentlich schon Gedanken über die Struktur eines Systems machen, mit der Durchbrechung der Systemgrenze durch die äußeren Kopplungen, also durch die Ein- und Ausgänge, und den inneren Aufbau, haben wir schon das System modelliert. Wir haben also eine abstrakte, Auffassung eines Systems in irgendeiner Art und Weise, definiert, sei es durch Sprache, sei es durch eine Zeichnung, oder durch irgendeine andere expressive Form. Wenn wir uns jetzt die Eigenschaften von Modellen anschauen, Modelle dienen immer einem bestimmten Modellzweck. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Modellen, denn sie verwenden ein Modell nachher, um irgendetwas damit zu machen. Und je nachdem, was Sie mit diesem Modell nachher machen möchten, hat dieses Modell eine bestimmte Komplexität bzw. andere bestimmte Eigenschaften. Der Modellzweck ist also eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft eines Modells. Modelle bilden Ausschnitte des Systemverhaltens und der Systemeigenschaften, die für die Betrachterperspektive und den Modellzweck relevant sind, in einen abstrakten Raum ab. Der abstrakte Raum kann Mathematik sein, kann aber auch im Prinzip die Programmumgebung einer Simulationssoftware sein, kann Blatt und Papier sein, indem Sie eine Skizze dieses Modells machen. Das kommt eigentlich immer darauf an, was man damit macht und wie man modelliert. Modelle beschreiben das Systemverhalten und die Systemeigenschaften nie exakt. Der Modellierungsaufwand, also Vereinfachungen, Vernachlässigen und gezogene Systemgrenzen und die Kenntnis des Systems entscheiden über den erreichbaren Modellierungsfehler. Das heißt, wir machen immer auch Fehler, wenn wir Modelle von Systemen bilden. Beim Modellieren werden automatisch Modellierungsfehler gemacht. Die resultieren insbesondere auch aus Vereinfachungen, die man vornehmen muss. Vornehmen kann, aber manchmal auch vornehmen muss, weil man natürlich nie die Realität exakt abbilden kann. Die spezifische Sprache eines Modells habe ich schon angedeutet. Steht hier nochmal. Und ganz klar, eine Diskrepanz zwischen Realität und Modell ist unvermeidbar. Das heißt, unser Modell wird nie die Realität abbilden können, exakt abbilden können. Kommen wir zum Modellzweck. Beim Modellieren und für die Simulation eines dynamischen Systems haben wir erstmal eine Aufgabenstellung. Zum Beispiel, simulieren Sie eine Ofentemperatur über die Zeit, um beispielsweise das Anlassen eines Werkstückes einmal simulativ durchzurechnen. Oder ich möchte einmal eine mechanische Belastung eines Trägers simulieren, um zu schauen, ob eine dynamische Belastung, schwingende Belastung, diese Konstruktion überhaupt aushält. Die Aufgabenstellung ergibt sozusagen den Modellzweck. Und was ich dann also mit diesem Modell machen möchte, hat dann natürlich wieder Konsequenzen. Der Modellzweck muss zu Beginn der Arbeit formuliert werden. Das heißt, Sie müssen sagen, wofür brauche ich eigentlich dieses Modell? Der Modellzweck bestimmt die Art und Tiefe der Modellierung, habe ich auch schon angedeutet. Je schärfer und genauer der Problemzweck spezifiziert wird, desto präziser und knapper können Modelle in der zum Problemzweck geeigneten Sprache formuliert werden. Kommen wir zur Modelltiefe.
Das optimale Modell ist dasjenige, das seinen Zweck mit der geringstmöglichen Modellierungstiefe vollständig erfüllt. Das ist ein kleines bisschen wie beim Konstruieren. Den Leitsatz, den Sie wahrscheinlich in der Konstruktionslehre in irgendeiner Art und Weise gelernt haben. Wenn wir uns das nächste mal anschauen, Modelle sollen so komplex wie nötig und so einfach wie möglich gehalten werden. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man den Modellzweck vorher kennt. Denn das Modell soll dem Modellzweck angepasst sein. Wenn ich Effekte in das Modell mit hineinnehme, die ich eigentlich gar nicht brauche bei der Simulation, aber dadurch mein Modell sehr, sehr exakt oder auch weiträumig verwendet werden kann, ist es vielleicht schön, ist es ein akademischer Erfolg, den man dann erzielt hat. Allerdings hat man dann ein sehr komplexes Modell, bei dem es schwierig ist, erstmal Fehler zu detektieren. Und wenn man Fehler detektiert hat, diese dann auch wieder zu bereinigen. Auf der anderen Seite kann man sehr, sehr viel Arbeit investieren, sein Modell so exakt wie möglich der Realität anzupassen. Das ist aber manchmal gar nicht notwendig, weil manchmal eher qualitative Aussagen wichtiger sind als quantitative Aussagen. Also, der Modellzweck sollte in der Modellierungsphase stets präsent sein. Ein Verzetteln oder Übereifer können schnell auftreten und bewirken Modelle, die für den definierten Zweck nicht mehr optimal sind. Das passiert. Das passiert jedem, der modelliert. Falls Sie schon mal sowas wie finite Elemente Methode oder auch mit fluiddynamischen Modellen gerechnet haben, dann ist es sehr, sehr häufig, dass man sagt, okay, ich mache das Netz jetzt, das Diskretisierungsnetz, viel, viel feiner, um vielleicht die Lösung noch viel exakter zu haben. Dann dauert die Rechnung aber viel, viel länger und manchmal ist es gar nicht nötig, bis auf die letzte Kommastelle die mechanische Spannung in einem Bauteil zu berechnen, das eine relativ einfache geometrische Form hat. Deshalb ist manchmal einfach ein zu komplexes Modell auf der einen Seite nicht nur unnötig, sondern auch schädlich, weil dann auch andere Effekte vielleicht numerischer Art auftreten können, die bei sehr komplexen Modellen auf einmal zum Tragen kommen. Eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung bei Modellen kann man treffen, einmal auf der Seite der verhaltensbeschreibenden Modelle und verhaltenserklärenden Modelle. Das sind zwei völlig unterschiedliche Wege, um Dinge aus der Natur und Technik zu modellieren. Sie sehen in diesen Boxen auf der linken Seite die verhaltensbeschreibende und auf der rechten Seite die verhaltenserklärende Modellierung. Sie kommen vom System. Fangen wir mit der linken Seite an. Sie haben beispielsweise eine Messung gemacht von Ein- und Ausgängen. Sagen wir mal, Sie haben die Messung einer Ofentemperatur gemacht über unterschiedliche Stellgrößen, das heißt, Sie haben verschiedene Heizleistungen eingestellt, die könnte man mit U bezeichnen, und haben dann bestimmte Temperaturen rausbekommen, Y. Und jetzt haben Sie Messpunkte bekommen zu jeder Stellgröße, zu jeder Heizleistung U, also eine bestimmte Temperatur Y. Bisher haben Sie überhaupt gar keine physikalische Betrachtung gemacht. Sie haben einfach nur eine Messung gemacht und über diese Messung haben Sie eine Punktwolke oder in diesem Fall einfach ein paar Punkte aufgenommen. Jetzt kann man ja einfach Folgendes machen und versuchen, diese Punkte in ein mathematisches oder anders geartetes Modell hineinzupassen. Das heißt, ich suche jetzt einen mathematischen Zusammenhang zwischen meiner Ausgangsgröße Y,
Also in dem Beispiel die Temperatur und der Eingangsgröße U, in dem Fall die Heizleistung. Wenn ich das so mache, bekomme ich vielleicht ein Modell, das dann die Realität beschreibt. Ich habe aber in diesem Ansatz überhaupt gar keine physikalischen Zusammenhänge verwendet. Das heißt, ich habe einfach meine Beobachtung, nämlich die Messung auf der einen Seite hergenommen und habe aus dieser Beobachtung der Messung der Ein- und Ausgangsgrößen ein Modell abgeleitet. Und zwar empirisch abgeleitet. Wahrscheinlich empirisch abgeleitet. Es muss nicht so sein, dass man es gemacht hat, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es empirisch abgeleitet worden ist. Das Modell selbst kann das Verhalten beschreiben, denn ich kann als Eingangsgröße, als Simulation, beliebige Heizleistungen U vorgeben und bekomme dann hoffentlich realistische Temperaturen Y heraus. Die Frage, die sich dann stellt, ist beispielsweise, was passiert eigentlich zwischen den Messpunkten? Kann ich da Linien ziehen? Wenn das Modell oder das System, was ich betrachte, relativ einfach zu durchschauen ist, dann wird zwischen den einzelnen Messpunkten kein Wunder passieren. Da wird man nicht überrascht sein, wahrscheinlich. Deshalb sind solche einfachen Systeme ganz gut geeignet, solche Ansätze zu machen. Das Problem, was auftreten kann, ist, dass Ihr Modell allein das Verhalten beschreiben kann. Es kann nicht erklären, warum das der Fall ist. Die rechte Seite zeigt verhaltenserklärende Modelle. Jetzt haben wir schon eine andere Systemauffassung. Das entspricht so eher der Systemauffassung von dem ersten Teil der Vorlesung, wo ich mein System in Elemente unterteile, innere Kopplung aufbaue und Eingangs- und Ausgangsgrößen festlege. Beim Ofen muss ich dann letztlich schauen, welche Energiebilanzen habe ich. Wo kommen die Wärmeströme her, die dann ins Innere des Ofens geleitet werden? Welche Verlustwärmeströme habe ich beispielsweise über die Ofentür, über die Ofenisolierung? Und wie geht die Temperatur vom Ofen dann beispielsweise in mein Werkstück ein, was ich betrachten möchte mit der Temperatur? Ich muss also physikalische Bilanzen ziehen und physikalische Betrachtungen machen. Das heißt, ich muss mein System wirklich strukturiert analytisch durchdenken und muss dann meine Auffassung dieses Systems in eine Modellsprache bringen, die dann diese inneren und äußeren Kupplungen und die Elemente verbindet. Mein Modell hat dann einen sehr, sehr ähnlichen Aufbau zu dem System, so wie ich mir das vorgestellt habe. Sie sehen, die Kopplungen bleiben bestehen. Mein Modell ist vielleicht etwas vereinfacht, aber es bildet letztlich die physikalischen Eigenschaften ab. Und das Modell beschreibt jetzt auch mathematisch oder auch in anderen Sprachen den Zusammenhang zwischen meinen Eingangsgrößen und den Ausgangsgrößen, in diesem Beispiel also den Heizleistungen U und den Temperaturen Y, mit dem einen Unterschied zur linken Seite, dass ich mir jetzt ein Bild davon machen kann, was ist mit den Zwischengrößen los. Das heißt, ich kann mir auch die Wärmebilanzen anschauen, je nach unterschiedlichen zeitlichen Eingangsgrößen. Ich kann mir anschauen, welche Leistung geht beispielsweise über die Ofentür verloren oder welche Heizleistung geht über die Isolierung des Ofens verloren. Oder kann genau quantitativ festhalten, welcher Wärmestrom in Watt zu welcher Zeit wohin geht. Und ich habe also einen viel, viel tieferen Einblick in die Zusammenhänge, warum etwas passiert. Und deshalb nennt man solche Modelle verhaltenserklärende Modelle. Also wir unterscheiden zwischen verhaltensbeschreibenden und verhaltenserklärenden Modellen. Beides sind komplett unterschiedliche Ansätze. Der linke, der verhaltensbeschreibende Ansatz,
ist in der Regel einfacher umzusetzen. Der Verhaltenserklärende braucht ein bisschen mehr Arbeit. Manchmal kann man aber auch gar nicht verhaltenserklärende Modellierung betreiben, weil man die inneren Zusammenhänge gar nicht erkennt oder kennt, weil die einfach überhaupt gar nicht bekannt sind. Vielleicht können Sie da nur eine Messung machen und dann sind Sie wieder beim verhaltensbeschreibenden Ansatz, wenn Sie versuchen, diese Messungen in beispielsweise mathematische Gleichungen zu pressen. Ja? Mit ganz ähnlichen Überlegungen kommt man zu den Begriffen empirisch-induktive Modellierung und analytisch-deduktive Modellierung. Schauen wir uns zunächst die empirisch-induktive Modellierung an. Das Modell wird durch Beobachtung und Rückschluss gewonnen. Das ist das, was ich gerade mit der verhaltensbeschreibenden Modellierung auf der linken Seite versucht habe zu erklären. Beobachtung und Rückschluss heißt philosophisch eigentlich Induktion oder wissenschaftstheoretisch. Beobachtung und Rückschluss, also Induktion. Beobachtung ist in der Technik meist die Messung. Man misst Ein- und Ausgangsgrößen und durch Rückschluss der Ausgangs- auf die Eingangsgrößen macht man eine Induktion, beziehungsweise wenn man das auf Modelle anwendet, sagt man auch oft, man gewinnt Regressionsmodelle. Meist werden Experimente durchgeführt, insbesondere Messreihen aufgenommen und daraus ein Modellgesetz hergeleitet. Das nennt man auch Identifikation von Modellen, also Modell- oder Systemidentifikation, wenn einem dieser Begriff mal begegnet. Das ist auf der einen Seite die Möglichkeit, Modelle zu erhalten. Das sind meistens verhaltensbeschreibende Modelle. Wenn man Modelle haben möchte, die das Verhalten auch erklären können, muss man analytisch vorgehen oder besser gesagt analytisch deduktiv, also durch Deduktion an diese Modelle kommen. Was bedeutet das? Das Modell wird durch Analyse der systemrelevanten der Systemelemente und durch Anwendung von bekannten Gesetzen, die diese beschreiben, gewonnen. Und diesen Vorgang nennt man Deduktion. Also, ich analysiere die einzelnen Systemelemente und verbinde diese durch bekannte Gesetze beispielsweise. Und diesen Vorgang nennt man deduktive analytische Modellierung. Durch das Zusammensetzen dann dieser Elementgesetze, durch die bekannten Kopplungsbeziehungen, erhält man das Gesamtmodell. Also eher ein analytisch-synthetisches Vorgehen. Ich analysiere erst und dann synthetisiere ich das gesamte Modell. Diese Modelle sind dann verhaltenserklärend in der Regel. Dazu werden wir ausführliche Praktikumsversuche auch machen. Auf der einen Seite analytisch-deduktive Modellierung, also wir werden analytische Modelle herleiten aus physikalischen Beziehungen, aus Energiebilanzen, Kraft- und Momentengleichgewichten, thermodynamischen Gleichgewichten und so weiter. Man kann natürlich auch elektrische Bilanzen aufzeichnen. Also beispielsweise, Sie kennen die Kirchhoffschen Gesetze, Knotenpunkt und Maschensatz. All solche Dinge werden benötigt, um analytische dynamische Modelle zu erhalten. Auf der anderen Seite werden wir auch in den Praktika empirisch-induktive Modelle uns anschauen. Da braucht man lediglich Messwerte und versucht aus diesen Messwerten heraus ein Modell zu bekommen. Was man an dieser Stelle sehr, sehr häufig macht, und Sie kennen die Begriffe wahrscheinlich jetzt schon und haben sich das möglicherweise schon gedacht, sind die Bezeichnungen Blackbox und Whitebox-Modelle.
Blackbox-Modelle sind solche, wo wir nicht wissen oder auch nicht wissen wollen, was verbirgt sich hinter diesem System oder diesem Modell, hinter dieser Blackbox. Das sind dann rein empirisch induktiv gewonnene Modelle, die keine Aussage darüber erlauben, warum etwas passiert. Bei Whitebox-Modellen auf der anderen Seite sind dies Modelle, die rein analytisch deduktiv gewonnen worden sind, also allein durch analytische Beziehungen und Verknüpfung der Elemente. Sie sehen, es gibt auch Graybox-Modelle. Diese Graybox-Modelle enthalten auf der einen Seite empirische und auf der anderen Seite analytische Teilmodelle. Es ist sehr oft so, dass man anfängt, etwas analytisch deduktiv zu modellieren, kommt dann aber an den Punkt, dass man irgendeine Beziehung gar nicht erfassen kann, weil es dafür kein Naturgesetz gibt oder es ist sehr schwierig, eine physikalische Gleichung dafür aufzustellen. Beispielsweise, wenn Sie eine Pumpe in einem System haben, Sie möchten vielleicht simulieren, wie Wasser aus einem Vorratsbehälter durch eine Leitung in einen Tank gepumpt wird. Und Sie wissen, aha, das ist eine Kreiselpumpe und haben vielleicht doch vom Hersteller ein paar Daten bekommen, können aber nicht können aber nicht direkt sagen, wie jetzt die Gleichungen, Modellgleichungen für eine Kreiselpumpe aussehen. Was Sie aber haben, ist vielleicht die Kennlinie dieser Pumpe, die den Volumenstrom in Abhängigkeit der Förderhöhe angibt, so wie Sie es normalerweise bei jeder Pumpe haben, die Sie kaufen. Ja. Und dann können Sie mit Hilfe von empirisch induktiven Methoden diese Kennlinie, die der Hersteller liefert, in ein empirisch induktives Modell packen. Sie verwenden im Prinzip dann diese Daten, die der Hersteller liefert, diese Kennlinien als Messdaten und können dann aus diesen Messdaten ein Modell gewinnen. Den Rest können Sie möglicherweise rein analytisch bestimmen und dann haben Sie letztlich ein Gesamtmodell, das eine Mischung aus Blackbox- und Whitebox-Elementen sind. Man spricht dann von Graybox-Modellen oder grauen Modellen auf Deutsch. Weil der Begriff Blackbox und auch Whitebox so einprägend sind, diese beiden Begriffe, muss man auch vielleicht dazu sagen, wer hat diese Begriffe geprägt? Der Professor Norbert Wiener war das 1948 in seinem Buch Kybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 1948. Ein Grundlagenwerk der sogenannten Kybernetik, Teilgebiet der Systemtheorie, Regelungstechnik und so weiter und so fort. Auch damals hat man sich schon extrem viel Gedanken gemacht, wie kann man Zusammenhänge modellieren und auch schon erste Ansätze in Richtung künstliche Intelligenz gemacht. Insbesondere sind auch viele Ansätze wie heute Deep Learning, Machine Learning, Ansätze, die damals in den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts erdacht worden sind, aber damals war die Rechenkapazität der dazugehörigen oder dafür benötigten Rechner noch viel zu gering und auch die mathematischen Optimierungsmethoden, die zum Lernen solcher Netze, zum Antrainieren solcher Netze notwendig sind, waren noch nicht so gut ausgereift. Aber die Grundsätze sind da entstanden. Als kleiner Exkurs. Wenn man von Modellierung spricht, man sollte Modelle immer validieren. Landläufig sagt man auch gerne, man muss Modelle verifizieren. Verifizieren heißt sowas wie die Wahrhaftigkeit von Modellen
feststellen, ob Modelle also die Wahrheit repräsentieren. Wir haben aber an dieser Stelle schon gelernt, dass Modelle die Wahrheit, also die Realität, nie genau repräsentieren können. Deshalb kann man auch nicht wissenschaftstheoretisch sagen, dass wir Modelle verifizieren können. Das ist eigentlich keine gute Ausdrucksweise, wobei man häufig hört, dass man Modelle verifiziert hat. Das ist aber allerdings kein sehr guter Stil. Besser ist der Begriff Modellvalidierung. Wir wollen also schauen, wie valide ist das Modell? Wir können das Modell dann bewerten in vier Punkten der Validität sozusagen. Auf der ersten Seite gibt es die Verhaltensgültigkeit. Das bedeutet erstmal, dass ein qualitativ gleiches dynamisches Verhalten bei gleichen Anfangs- und Umweltbedingungen gibt. Das heißt, Sie simulieren beispielsweise den Aufheizvorgang eines Ofens mit Ihrem Modell. Und Sie sehen, die Temperatur steigt mit der Zeit genauso, wie das qualitativ auch Ihr Ofen in der Realität macht. Wenn Sie gleiche Anfangs- und Umweltbedingungen ansetzen, dann haben Sie sozusagen für diesen einen Fall auf jeden Fall validiert, dass Ihr Modell Verhaltensgültigkeit besitzt. Es gibt die Frage nach der Strukturgültigkeit. Das ist also gegeben, wenn es eine gleiche Wirkungsstruktur gibt. Wenn also beispielsweise das System und das Modell die gleiche Anzahl von Zustandsgrößen hat, gleiche Verknüpfungen, wenn Sie überprüfen, dass die Systemvorstellung, die Sie sich gemacht haben, im Modell genau widergespiegelt wird. Strukturgültigkeit ist schwierig zu ermitteln bei Modellen, die rein empirischer Natur sind, natürlich. Wobei wir im nächsten Punkt sind, die empirische Gültigkeit. Und da kommt es dann auf die quantitative Gültigkeit an. Also, gibt es eine quantitative oder auch logische Übereinstimmung? Beziehungsweise, wenn es keine Messungen gibt, dann kann man wenigstens sagen, ist es konsistent mit meinen Beobachtungen oder meinen Vorstellungen, wie das denn sein muss. Diese drei Punkte sind, glaube ich, ganz klar und man kann ja auch ganz gut nachvollziehen. Der vierte Punkt wird oft vergessen, nämlich die Anwendungsgültigkeit. Das hat auch wieder mit dem Modellzweck zu tun. Denn die Anwendungsgültigkeit besagt, dass Modell und Simulation die Anforderungen des Modellzwecks erfüllen und die des Anwenders. Es kann natürlich sein, dass Sie, wenn Sie sich beispielsweise verzettelt haben und ein sehr, sehr komplexes Modell gebildet haben, dass dieses Modell dann überhaupt gar nicht mehr auf der Zielplattform, also auf dem Computer oder Rechner, Embedded System oder Mikrocontroller, den Sie da brauchen, lauffähig ist. Ja. Oder dass Ihr Modell zwar läuft, auch schön in Echtzeit, mit dem Prozess, der simuliert werden soll, oder dem mechanischen System, das simuliert werden soll, ist es gar kein Problem. Aber die Genauigkeit, die stimmt, okay, aber es sind nicht alle Werte vorhanden, die Sie eigentlich brauchen. Die Frage ist, können Sie überhaupt das, was Sie mit der Simulation und mit dem Modell machen wollten, also dem Modellzweck, in der Realität erfüllen? Also ist es eigentlich so anwendbar? Das sind die vier Punkte der Validierung. Und diese vier Gültigkeitsaspekte sollte man immer überprüfen, wenn man ein System modelliert und dann das Modell validieren muss. Das Ganze mit der Validierung mündet nochmal in einer
Grafik, in so einer Art Flowchart, wo man sich nochmal vielleicht ganz gut klar machen kann, was ist das System, was ist das Modell, wie kann ich validieren. Ganz links steht als Kasten das System. Von dem geht alles aus. System kann ein reales, mechanisches, thermodynamisches System sein. Es kann ein verfahrenstechnischer Prozess sein. Es kann aber auch der Börsenkurs eines Unternehmens sein. Oder es kann die Epidemiologie einer Krankheit sein. Wir möchten irgendwas Dynamisches als System modellieren, weil wir Aussagen treffen wollen, die uns interessieren durch Simulation. Wir werden also ein abstraktes Bild unseres Systems haben und werden da schon mit der Modellierung anfangen und kommen dann zu einem Modell. Dieses Modell liegt als mathematisches Gleichungssystem von Differentialgleichungen vor oder als Übertragungsfunktion. Kann aber auch sein, dass es Simulationsmodelle sind, die Sie einfach erstellen, weil Sie objektorientierte Simulationen haben, wie es beispielsweise bei finiten Elementen der Fall ist oft oder bei CFD-Simulationen oder bei der Lagersimulation, Lagerstandssimulation, dann haben Sie auch ein Simulationsmodell in Ihrem Programm und sind jetzt an der Stelle, dass wir das Modell haben. Modelle sind oft komplex, ja, insbesondere in technischen Systemen. Und wir haben jetzt dann die Möglichkeit, das Modell zu simulieren mit den jeweiligen Simulationsprogrammen, die wir dafür benötigen, und kommen zu Simulationsergebnissen. Das können wir mit dem Modell machen. Auf der anderen Seite können wir hoffentlich mit dem System Experimente machen. Das ist aber auch nicht immer möglich. Wenn Sie beispielsweise eine Anlage modellieren wollen, und wollen erstmal Experimente machen, um möglicherweise ein empirisches Modell zu gewinnen, dann kann es sein, dass Sie in der Praxis gar keine Experimente machen können, weil entweder das System keine Experimente erlaubt. Denken Sie beispielsweise an eine verfahrenstechnische Anlage, die läuft und pro Stunde Produkte im Wert von mehreren Millionen Euro produziert. Da können Sie nicht einfach mal in die Produktion eingreifen und Experimente machen. Denken Sie an gefährliche Systeme wie im Flugzeug. Da kann man auch nicht sitzen und am Steuerknüppel ziehen und Experimente machen. Jedenfalls nicht so einfach, um zu schauen, geht das Flugzeug nach oben ab, nach unten ab und mit welcher Steig- oder Sinkrate passiert das dann. Also Experimente sind nicht immer möglich, oft sind sie möglich, aber auch in technischen Systemen ist es manchmal eingeschränkt, Experimente zu machen. Wenn das aber möglich ist, haben Sie Messergebnisse. Sie haben auf der einen Seite Simulationsergebnisse vom Modell und vom System die Messergebnisse. Und darüber können Sie eine Validierung machen. Passt das gut zusammen? Haben Sie im Prinzip gewonnen. Dann haben Sie ein Modell entwickelt, das dem Modellzweck genügt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie also beim Validieren ein Problem haben, dann kann man auch erstmal schauen, liegt das Problem vielleicht an meinem Modell? Oft ist es möglich, dass man das Modell nochmal vereinfachen kann und eine theoretische Näherungslösung bilden kann. Ich denke da immer ganz gerne an ja, totale Vereinfachung, indem Sie beispielsweise eine mechanische Struktur, die Sie mit Finite-Elemente-Methode in Millionen von Elementen zerteilt haben und dann Experimente am Simulationsmodell gemacht haben. Vergleichen mit einer Näherungslösung, die Sie beispielsweise mit der Euler-Bernoulli-Balkentheorie gemacht haben. Wenn Sie gut modelliert haben, wenn Sie Ihr FEM-Modell sehr, sehr gut ist, dann werden die Ergebnisse natürlich besser sein als die theoretische Näherungslösung,
Aber man kann natürlich mit der theoretischen Näherungslösung überprüfen, ob die Simulationsergebnisse im erwarteten Bereich sind. Denn auch die Näherungslösung wird natürlich größenordnungsmäßig im Bereich der richtigen Lösung liegen. Und da liegt dann auch übrigens die Möglichkeit, wenn ich keine Experimente am richtigen System machen kann, kann ich immer noch oft eine theoretische Näherungslösung herleiten und schauen, ob die Simulationsergebnisse der theoretischen Vorhersage der Näherungslösung wenigstens nahe kommen. Ja, was muss ich denn machen, wenn das nicht der Fall ist? Das heißt, wenn ich validiert habe und die Validierung zeigt mir, es gibt eine Diskrepanz zwischen Simulation und Messergebnissen, dann muss ich mein Modell anpassen. Denn dann ist wahrscheinlich mein Modell nicht vernünftig. Es passt wohl dann nicht. Vielleicht ist aber auch ein Problem mit der Simulation. Wir werden auch feststellen, dass Simulationen nicht einfach so immer durchlaufen und dass eine numerische Simulation auch für sich immer eine Fehlerquelle ist. Also, es steht entweder an, die Modellanpassung zu machen, oder man muss vielleicht an den Parametern der Simulation noch was ändern, damit die Simulation wieder vernünftige Werte liefert. Und dafür ist dann natürlich wiederum die theoretische Näherungslösung interessant. Denn ich kann mit der theoretischen Näherungslösung auch nochmal überprüfen, wie das denn ist, ne? Wenn Messergebnisse und die theoretische Vorhersage aus der theoretischen Näherungslösung ähnliche Ergebnisse liefern, habe ich einen Hinweis darauf, dass vielleicht mit der Simulation irgendwas nicht stimmt oder dass ich Randbedingungen falsch gesetzt habe in dem Modell. Auf der anderen Seite habe ich noch eine andere Möglichkeit. Wenn die Messergebnisse auf der einen Seite ein anderes Ergebnis bringen als die Simulationsergebnisse und die theoretische Vorhersage auf der anderen Seite. Das heißt, Simulationsergebnisse und theoretische Vorhersage sind ähnlich, passen aber nicht zu meinen Messergebnissen. Dann muss ich meine Theorie anpassen. Denn dann habe ich offensichtlich beim Modellieren einen Fehler gemacht. Da habe ich wesentliche Effekte entweder falsch bewertet oder nicht berücksichtigt. Ja, das zeigt nochmal die Gesamtheit von System, Modell, Validierung, Simulation, Experimenten, Empirie auf der einen Seite und Modelle auf der anderen Seite, die in dem Fall auch eher analytische Modelle sein sollen. Gut. Die Folie, die wir jetzt noch sehen, stellt die Frage mathematische Modelle und dynamische Systeme. Ich will nicht allzu sehr auf diese Folie eingehen. Ich will nur zeigen, dass wir im Prinzip jetzt, wenn wir von Modellierung von dynamischen Systemen sprechen, eigentlich in der Technik meistens zwei unterschiedliche Ansätze haben. Die Modellierung wird entweder in Differentialgleichungen münden, dann haben wir zeitkontinuierliche Systeme, wo sie einen Zustand, in dem Fall x von t, in unendlich kleine Zeitabschnitte unterteilen können und hier noch im Prinzip überall in diese Kurve reinzoomen können, denn jeder Zeitpunkt zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten ist definiert. Auf der anderen Seite, rechts skizziert, sind zeitdiskrete Systeme und Modelle, wo der Zustand x nur zu bestimmten Zeitpunkten der sogenannten vielfachen Diskretisierungszeit definiert ist. Das sind dann zeitdiskrete Systeme. Auf der einen Seite zeitkontinuierliche Systeme und Modelle, die
mit Differentialgleichungen beschrieben werden. Auf der anderen Seite zeitdiskrete Systeme, die mit Differenzengleichungen beschrieben werden. Was das so ist, werden wir in den nächsten Vorlesungen sehen. Sie haben den Begriff Differentialgleichung auf jeden Fall schon gehört. An der Stelle möchte ich auch nochmal eine kleine Beruhigung geben, denn wir werden diese Differentialgleichung selbst nicht mehr lösen, wie Sie das in der Mathematik gemacht haben oder vielleicht auch in der Regelungstechnik, dann auch mit der Laplace-Transformation wahrscheinlich gemacht haben. Diese Lösung überlassen wir dem Computer. Und das ist dann die Simulation. Der wird also zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme bzw. Modelle simulieren durch numerische Verfahren, die wir uns dann aber auch nochmal näher angucken werden. Wir wollen hier schauen, wie können wir die Modelle aufstellen. Wie können wir also unsere Systemvorstellung in die Form bringen, sodass der Computer damit umgehen kann. Der Computer kann mit Differentialgleichungen und Differenzengleichungen umgehen, kann diese dann lösen. Das nennt man dann Simulation. Die Grundvoraussetzungen und Grundbegriffe werden wir dann in der nächsten Vorlesung klären, wo wir uns dann anschauen, wie beschreiben wir eigentlich dynamische Systeme allgemeingültig in einer Systembeschreibung, kommen dann zum Zustandsraummodell, mit dem man dann am Computer weiterarbeiten kann, dass der Computer versteht, dass der Computer dann mit standardmäßigen numerischen Verfahren lösen kann, egal ob es die Simulation einer Epidemiewelle, wie jetzt die Corona-Welle ist, was werden wir als Beispiel auch mal durchrechnen, oder ob es mechanische Schwingungen in einer Fahrzeugaufhängung sind, oder ob sie Temperaturausbreitungen in einem räumlich verteilten Körper ist, wie zum Beispiel die Durchdringung von einer Wand durch Wärme. Es gibt unendlich viele verschiedene Anwendungen, wo diese dynamischen Simulationen gebraucht werden. Wir werden einige uns davon anschauen. Sie werden aber sehen, dass es allgemeingültigen Charakter hat. Das heißt, wenn ich simulieren kann, wie sich beispielsweise ein Pendel hin und her bewegt, dann kann ich auch simulieren, wenn ich das Modell dafür habe, wie sich die Corona-Pandemie ausbreitet. Da müssen natürlich dann auch die Modellparameter dazu stimmen. Gut, das erstmal dazu. Hier gibt es noch ein bisschen Literatur. Für die Vorlesung vielleicht ganz interessant, das Buch von Michael Gipser, Systemdynamik und Simulation. Das zeigt anhand von Beispielen aus der Fahrzeugtechnik sehr viel, wie man Zustandsraummodelle aufstellen kann, dann auch simulieren kann und zeigt das Ganze dann auch mit MATLAB und Simulink. Dann gibt es Hartmut Bossel Systeme, Dynamik, Simulation. Das ist auch ein deutsches Buch. Es ist sehr anschaulich geschrieben, auch mit Beispielen aus vielen verschiedenen Disziplinen, nicht nur aus der Technik. Der Herr Watanabe, den ich in der letzten Teilvorlesung zitiert habe, ist hier nochmal aufgeführt. Der Herr Wiener, Kybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, ein Standardwerk. Und der Herr Ropohl als Wissenschafts- und Systemtheoretiker. Genau. Die Zusammenfassung können Sie sich selbst nochmal anschauen. Und an der Stelle bin ich mit meiner Vorlesung erstmal am Ende und möchte auf die nächste Vorlesung verweisen, der wir uns dann die Beschreibung der Modelle durch mathematische Gleichungen, insbesondere Differentialgleichungen, anschauen und dann auch schon
mit der Beschreibung dieser Modelle in die Simulation gehen, denn das geht Hand in Hand. Ich werde dann in der nächsten Vorlesung auf jeden Fall auch schon mit MATLAB und Simulink anfangen und zeigen, wie man diese dynamischen Modelle simulieren kann. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis bald.